Hallöchen, Freunde des Radsports und herzlich willkommen zurück in unserer Pro-Cycles-Karriere mit Eddy Merckx. Wir gehen hier auch direkt rein in den nächsten flachen Klassiker. Da werden wir ja wahrscheinlich wieder Arbeit leisten müssen. Danach kommt dann Hügel-Klassiker. Bin mal gespannt, ob wir da was reißen können. Wir haben auf jeden Fall ziemlich gute Fitness. Das ist schon mal sehr nice. Porter dabei. Joseph vielleicht als Sprinter. Wissen tun wir bei uns im Team leider erst was von Dupont und er ist nicht dabei. Der ist bei uns auch die Nummer 1 im Team. Hier, aber da ist ein Interview mit einem aus unserem Team, mit Van Overschelde. Mit welchen Zielen gehen Sie in das Rennen? Das ist eins meiner großen Ziele in dieser Saison, auf das ich mich monatelang vorbereitet habe. Wenn ich nicht aufs Podium komme, ist das eine Katastrophe für mich. Wer wird Ihr hartnäckigster Gegner? Viele gute Fahrer kämpfen um den Toursieg, aber Verhofstadt zählt meiner Meinung nach zu den schwersten Gegnern und er hat ein starkes Team. Ja, wir sind bei den Favoriten natürlich nicht dabei, weil es halt auch ein Flachrennen ist, dort sehen wir uns gleich. Ladies and gentlemen, welcome. It's going to be a monotonous day when it comes to the terrain, but at least the teams with sprinters won't be complaining, and of course, those opportunists with a bit of daring won't make their life easy. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem flachen Klassiker. Wir sollen Arbeit leisten, was auch gar nicht so schlecht ist, weil wenn ich eine minus 3er vorbeigefahren habe, schlechter geht's natürlich nicht. Ja, dann geht's auch direkt los. Oh, noch mal schnell unsere Arbeit erledigt bekommen. Da gehen auch jetzt schon die Angriffe los. Oh boy, they're attacking a long way from home. Ah, de Kerkhove hier hinter uns ist wohl unser Kapitän. Ich soll zwar eigentlich erstmal in der Reihe bleiben, aber nö. Das wollen die auch schon nicht mehr. Irgendwer da vorne passt dem Feld nicht. Wir sind ja sonst. Der Flickenteppich hier quasi. Ja, unser Kapitän denkt sich, er greift mal lieber an. Hier einen leichten Hickauf. Ja, Van Overschelde, führst du da mit hinter unserem Kapitän hinterher, oder was? Ah, nee, der will nochmal angreifen. Naja, haben wir schon zwei vorne. Das sind auch, glaube ich, unsere The pack beiden is increasing Kapitäne. its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Ich denke mal, die werden gleich das Tempo wieder anziehen. Gehen immer noch Angriffe ab. Na, von Overschelde, willst du nochmal oder was? Na, Kerkhove hat vorne nicht mehr gerade viel Power. So, die haben wir wieder eingefangen. Tempo ist wieder relativ ruhig. Eddie, ab nach vorne. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und Sepp. Ah, jetzt scheint Ruhe zu sein. Sind auch gleich 2 Minuten weg. Oh, jetzt erst 25%. Schon schneller machen. Hey, richtig bunte Felder hier, voll geil. Ah, 50%. Oh, echt hier, ja, alles total bunt. Ah, die reihen sich schon so hinter mir auf. Oh, noch schneller hier. 75% Hammer. Natürlich, wenn es geht, außergewöhnlich mit dem. There's considerable daylight back to the peloton, and they don't seem to want to react. Der fahren sie mir in die Parade. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Dann hängen wir uns so noch mal ran und wenn wir vorne sind, noch mal unendlich. So, geht's auch noch mit 70? Ja, sieht noch gut aus. 100% voll, noch ein bisschen vorne bleiben. Aber jetzt wollen sie schon wieder nicht mehr. Aber ich denke mal, für außergewöhnlich war das noch zu kurz. Machen wir hier noch mal ein bisschen kurze Führung mit. Ich meine, ja, minus 3.
Nee, könnt ihr sowieso nichts reißen bei dem Flachrennen hier. Da können wir auch ordentlich Arbeit leisten. So, eine Führung gehe ich noch mit. Wenn ich nochmal darf. Darf ich nochmal? Ja, ich darf nochmal, oder? Ah, der Rote lässt uns nicht durch jetzt. So, jetzt reihen wir uns hinten ein. Stück kurz noch vor und stopp und weiter rennen. Wäre natürlich geil, wenn die Gruppe vorne durchkommen würde. Dann wäre mir der beste Wasserträger schon sicher. Weil das sind ja nur 8 und wir haben ja schon gesehen, mit 10 bekommt man das noch. Ob ich meinen gelben nochmal voll bekomme. Das Gute ist, dass wir jetzt minus 3 haben und ich habe ja dieses, falls ihr euch da manchmal wundert, wenn er minus 1 irgendwie anzeigt und ich dann minus 3 bekomme oder minus 1 anzeigt und ich bekomme plus 2, ich habe das auf, das ein bisschen schwankt, eingestellt. Und naja, ich hoffe mal, dass wir jetzt hier in dem Flachrennen, wo wir sowieso Arbeit leisten müssen, minus 3. Das nächste ist ja ein Hügelrennen, vielleicht haben wir da ja Glück und kriegen dann plus. Boah, gelb ist fast voll gekommen. Noch haben sie 2,47, 56 Kilometer noch bis zum Ziel. Geht immer mal wieder ein bisschen runter, dann ein klein wenig nach oben. Wie gesagt, mir wäre es eigentlich am liebsten, die kommen durch. Dann macht er sicher den 8. da vorne. Oh, ja, die halten wirklich gut gegen. In den letzten 15 Kilometern hat das Feld nicht gerade viel runtergefahren. Oder sie wollen einfach noch nicht, weil sie denken, auch das reicht zeitlich noch. Ah, warte, Gerkow ist fast fertig. Ganz klein wenig Gelb hat er noch. Unter 2 Minuten jetzt der Abstand. Hält er alleine von seinem Power wahrscheinlich nicht durch. Boah, ganz fitzelgelb hat er noch. So. Geh nochmal Angriffe ab. And he sprints away in attack. Merkst du's davon? There's less than 20 kilometers left and there's a significant gap back to the pack. The breakaway couldn't make it right to the finish. Oh, wenn er das ansagt, dann haben die gute Chancen durchzukommen. Aber leider ist seine Energie fast weg. Nicht, dass die durchkommen und er schafft's nicht. Halt dich zurück. Ja, dann merkst du hier aus dem Sattel. Was haben wir denn hier für einen verdächtigen Sprinter? Da ist Total Energy, ne? Die Bosse an Haken jetzt? Der fährt so hinter dem her. Ne, jetzt fährt er doch wieder vor. Ach, ich hänge mich mal hinter Boss an Hagen. There are just 15 km jetzt angreifen hier, Alter. Nee, da fährst du mir meinen ganzen Roten weg. Nö, will ich nicht. Versuch mal, ob du an den da noch rankommst. Die sind so schön weit vorne. And off he goes! He's giving it one last go! Ja, jetzt wieder nicht mehr. Grisou! Grisou ist gut. Nein! Gerkow ist in E2! E2 ist noch 1,45 vor uns. Könnte sich vielleicht noch reinretten.
Wer ist das hier? Just 10 kilometers left. Ey, das ist Manson. Manson ist auch gut. Von dem weiß ich sogar, dass er Sprinter ist. Der Kerkhove ist da hinten gerade um die Kurve rum. Den hat der Manson hier im Gepäck, Boss an Hahn. Oh, ruhig geblockt. Crazy shit. 7 Kilometer noch. And he spurts away from the group. He's going for victory. Porter gestürzt. The finish line is getting close. The riders just passed the 5 kilometers road sign. Ganz kurz das Herz in die Hose gerutscht. We can only hope that it doesn't have any impact on the outcome of the race. Und er ist im Feld geblieben, der gestürzt ist. Ich glaube, den Kerkhove holen wir noch ein. Der führt da ja halt auch noch mit. Naja, den fangen wir auf jeden Fall noch. Dann gucken wir mal, jetzt der Manson mit nach vorne ziehen kann. The pack is back on level terms with the breakaway group. Ja, der zieht uns echt gut mit. Das sind 10. Wenn wir Glück haben, wenn wir 11 da waren. Ja, weil der hier schießt bestimmt noch vorbei. Muss die Tür zumachen. Hat geklappt mit der Tür zumachen. Sind wir aus dem Team doch noch der Beste geworden. Ich glaube, die ist auch schon vorbei. Der kam Eddie. Immerhin Elfter geworden, ne? Da kann man nicht meckern. Allerdings halt, wie gesagt, kein besser Wasserträger leider. Immerhin außergewöhnlich eingefahren. Dann gibt's die üblichen 9 Punkte. Und dann gehen wir direkt rein in den Hügelklassiker. Ist aber relativ leicht. Also die Hügel sehen jetzt zumindest auf der Karte nicht so krass aus. Paris-Nizza läuft gerade. So, wir wissen wieder von niemandem irgendetwas. Ich gehe mal davon aus, wenn vielleicht der Gems hier, der ist auch ein Hügelfahrer. Eigentlich müssten wir aber als Kapitän gewertet werden, oder? Ihr guckt mal an, Top-Favorit ist schon wieder dieser Grisou. Und wir stehen hier unten, sind bei den Favoriten zumindest dabei. Dann sehen wir uns gleich zu diesem Hügelklassiker. Ladies and gentlemen, welcome. The route is fairly hilly, so there should be plenty of action. Oh, damit herzlich willkommen zum Circuit Laguna. Ein Kontinentalhügelklassiker. Wir haben leider wieder minus 1 eingefahren. Und sollen hier leider uns auch noch relativ gut platzieren. Das mit minus 1 ist natürlich scheiße. Unter die besten 10. So, wen haben wir denn alles dabei? Also, Verwild und Gems. Weiß ich, dass die am Hügel ein bisschen was können. Der Porter ist, glaube ich, ein recht guter Ebenenfahrer. Van Overshell haben wir wieder mit dabei. Aber ich glaube, ich nehme die drei hier als Beschützer. De Paul ist, glaube ich, eher Sprinter, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Komm, dann bewahrst du den Gems. Du den Verwild. Der kann, glaube ich, auch ein bisschen was am Hügel. Und dann geht's los. So brauchen wir nicht. Eddie sitzt ganz gut. Ab in die Action. Da geht's auch schon los. It's an attack!
Einer alleine, zwei da noch hinterher. Zack, nächste Kamera. Dann gehen die nächsten ab. Ja, aber das macht das Feld schon nicht. Oder? Nee, nee, nee. Da jagen sie hinterher. So, die beiden dürfen weg. Mal gucken, ob jetzt die nächsten auch noch weg dürfen. There's a few riders jockeying for position at the front. Also da sind auch schon vorne in E1 11 Leute. Und da kommen meine so langsam nach vorne. Da ist schon Deporter. Da ist Verwild. Ah, die beiden lassen sie doch gehen. Oh, da wird es wahrscheinlich gewesen sein. Oh, alle drei schon relativ weit vorne. Er ist da gerade so durchgeschossen. So, Verwild. Du. Und fehlt nur noch der Porter. Nicht durchlassen, ja. That's more than 2 minutes separating them. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Ist aber auch, weil man die teilweise nicht so schön steuern kann, weil er dann wieder selber steuert. So, aber das haben wir. Ja, da hinten an den Hügel, den müssen wir 9-mal fahren. Das Tempo muss schon erhöht sein. Der Vorsprung geht schon so langsam nach unten. Ich denke mal, Wasser brauchen wir dann auch so ganz kurz, bevor die Hügel anfangen. Und dann natürlich noch einmal wahrscheinlich in den Hügeln. Oh, bei 4,5 ungefähr, der Abstand. Du, einer am Platten? Die kleine Welle und los, Wassermarsch. Da sind alle verpflegt. Und gleich gehen die Hügel los. Der ist auch nicht schlimm, der Hügel. Am Ende ist er halt ein bisschen steiler. Na, okay. Nicht am Ende, so in der Mitte rum. Ich hier doch nicht hier war. Da, jetzt mal das erste Mal nach oben. Ich
glaube, das kurze Stück eben gerade war der schlimmste Teil des Zügels. Es ist eigentlich nur so eine kleine Welle. Da geht's auch schon wieder runter. Oh, erster Sturz von uns. There's a mass crash in the pack, but it doesn't look. Der hat sich wieder aufgerafft, noch im Feld. Ah, wir können ihn zappen. Ja, noch so in 3 Minuten. Da ist der nächste von uns gestürzt. Oh, jetzt ball ist just happened in the peloton. Several riders are on the ground. This is a sustained rhythm at the moment. Some riders definitely won't be able to keep up. Aber auch der Paul hat seinen Sturz überstanden im Feld. Eddie blickt auf jeden Fall noch nicht rot. Fall in the pack. Der nächste Sturz. It's a puncture. Die nächste Panne. Den haben wir nochmal ohne Rot überstanden. 5 Mal noch. Na, jetzt könnten wir eigentlich mal auf dem Hügel mal nochmal Wasser holen lassen. Dann holen wir die Buddels. Sehr schön. Bis jetzt ist er nicht weit zurückgefallen. Er hat sie zwar noch nicht aufgenommen. Oh, a rider has taken a tumble. Fortunately, nobody went down with him. It looks like the pack has bitten the dust collectively, but the riders would seem to be okay to carry on. Auch definitiv schon aufgenommen. Jetzt blinkt der Eddie auch mal rot. Und da kommen unsere Buddels nach vorne. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Maschinen alle verpflegt. Ja, wie oft mich dieses Team schon aufgehalten hat. Jetzt fährt er wieder vor mich. Ja, jetzt hält der mich auf. Da, gleich ein Stück Gelb verloren. Die machen da so ein Tempo, dass sie erstmal eine Lücke zum Feld gerissen haben. Schon ganz schön oft aus dem Sattel, der Eddie.
foul just took place in the pack. Several riders are on the ground. Ich muss hier nur noch aus dem Sattel. The pack's deficit is being cut back. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Na, so um die 1,40, 1,50 der Abstand. So, die zwei haben wir wieder eingefangen. Immer noch 10 vorne. Komm, ey, ich gebe jetzt die drei hier mal rein. Oh, ein schönes Grüppchen draus. Euch beiden schönen Dank. A foul just took place in the pack. Several riders are on the ground. Oh my, the guys up front aren't going to be making too many friends today. Mal gespannt, ob die drei da noch in die Führung reinkommen. They really are moving. Ja, nicht so aus. The pack can't get strung out too far, or it's going to start breaking up. Jetzt fährt Gems mal nach vorne. Der Porter dabei. A small group of riders are trying to get clear of the bunch. Ay, 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 ay. Hoho, Hälfte rot weg. Jetzt schon deutlich mehr als die Hälfte. Und er muss immer wieder aus dem Sattel. Das ist zu hart für Max. Several riders are attempting to break away. Jetzt hält uns auf. Das ist doch zum Kotzen, ey. Oh. Mann, 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 ey. Sind meine hier rausgefahren. Die werden trotzdem nicht eingefangen, obwohl sie nur noch mit drei führen. Der eine fährt schon wieder raus. Kann's doch nicht sein. The entente in the escape group is far from cordial. There are a couple of riders who want to go it alone. Ja, die vier haben wir wieder. Immer noch vorne die 10. Kilometers to the finish line. Tja, der scheint irgendwie am besten zu sein. Denkst du dich doch mal ran? Danke für eine Überschelde. Jetzt lässt der wieder abreißen irgendwie. Boah, ey. Gens ist noch vorne. Porter ist schon hin. Only 10 kilometers left. And Michael Valgren is off. Ey, hier vor uns. Now the guys up front are asking serious questions of the riders in the rear as more of them are left in the wake. Der will auch noch mal los. And Michael Valgren is off. The riders are entering the last 5 kilometers of the stage. Der Gems geht hier ziemlich raus. Tja, das schafft er mit 95 nicht. Das ist mit Merckx? Das hätte er aber vorverwirrt.
attacked by Axel Laurence. So, ich würde mal sagen, weil Grisou nämlich ein echt guter ist, wir jetzt mal an Grisou rangehen. Ah, wir sind dran an Grisou. The rider has just fallen. Der jetzt irgendwie absolut hängen lässt. Quick attack by Jan Bartha. Ah ja. His aim was to win it and he didn't disappoint his teammates. It's a job well done. Also das war schon wieder, ne? Na, eigentlich hatte ich genug Energie, aber die drei hier, die haben mich nicht durchgelassen. We're waiting for the tailenders who continue to arrive. Zehnter sollten wir werden. Tja, Kamera auf uns. Beim Angriff. Also ist jemand aus der Ausreißergruppe durchgekommen. Wenn ich eine gute Form gehabt hätte, wäre ich vielleicht auch ausgerissen. Da kann man es vielleicht noch sehen. Wir gehen gerissen nämlich durch und ich komme an den drei nicht vorbei. Aber naja, unter Platz 10 wäre schon alleine durch die Ausreißergruppe weg gewesen. Naja, da sind nur noch wir im Bild drauf geschissen. Wir sind nur 19. geworden, das brauchen wir uns nicht nochmal angucken. Dann gibt es wahrscheinlich keine Punkte. Ja, so ist es. Sind wir bei 115 stehen geblieben? Jo, dann hoffe ich, dass ihr wieder euren Spaß hattet und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis denn und tschüss.